Ich brauche was für die Arbeit. Und was für Nono? Das ist wohl genug, Marguerite. Nono wird garantiert etwas Großartiges draus machen. Oder auch nicht. Hey, die Info von dem Spitzeljungen war gut. Schau dir an, wie viel Marguerite die mit sich rumschleppen. Das wird gutes Geld einbringen. Marguerite ist knapp im Moment. Was? Die sind hinter meinen Marguerite her. Und der Spitzel Donald. Wir nehmen dir die Last ab. Was ihr wohl macht. Ich könnte mich befummeln, aber nicht beklauen. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Final Fantasy Tactics Advanced. Ja. Ich habe jetzt einfach die Mission gestartet und das war das Dümmste, was ich machen konnte, denn ich habe nicht gespeichert. Hey! Toll, ne? Heilig, ich glaube, das kann ich auflösen gleich. Im letzten Part haben wir... zwei Missionen gemacht. Ja, doch, doch, ja, das kommt hin. Und zwar mit Leonan, der Beschwörerin und... War das nicht der Kämpfer, den wir ausgelöscht haben, da? Der mit den 200 Leben und 100 dann Hits? Ach, egal. Das Ding ist jetzt aber auch... Die sind alle total schnell, ne? Das sind ja alle Viras. Ja, natürlich. Das war irgendwie meine Befürchtung. Okay. Ja, weil ich will nachher nicht drauf gehen. Und so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So. Da wollte ich hin. Und frisst das, Schlampe. Okay, ich hasse Assassinen, die lassen sich irgendwie nicht treffen. Was haben die überhaupt? Schamanen, Scharfschützen, Assassinen, Weißmagier habe ich gesehen. Was haben die noch? Oh, ich wollte gerade sagen, was geht? Zweimal daneben, du. Doofe Kuh. Rotmagier und Beschwörer. Alle Klassen, die eine Bira spielen kann. Oh, beziehungsweise die gut sind. Ich meine, Scharfschütze ist im Endeffekt ja besser als Schütze. Oh Gott, und ich bin total müde, weil ich eben noch ein Nickerchen gemacht habe. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte so machen. So. Ja, genau. Blöde Kuh! Apropos blöde Kuh. Was ich wollte es nur anmerken. Kann ich mit Fernfaust ran? Nein, natürlich nicht. Da muss ich halt noch warten. Da komm ich aber an, jawohl. Scheiße, dein Auto Regina. Ich hau dich eh nur mit 90 oder 70. Wahrscheinlich ja mit 70, oder? Na, nicht mal. Toll. Hallo? Ich wollte sagen, sie wiegt ihre Möglichkeiten ab. Ha! Welche Möglichkeiten? Die kann doch nichts machen. Er lächelt böse. Nee, komm, hör auf, du brauchst es sowieso nicht. Das ist das Unnötigste ever. Warum will sie mir Geld klauen? Ja, komm mal ran hier, Schamane. Ich will dich ein bisschen testen. Gucken, ob du schlagsicher bist. Nein, keine Feuerpeitsche. Windschaden. Nee, irgendwie nicht. Bah! Verarscht. Nein, ich meine natürlich verkackt. Schlampe verkackt.
Ich komme auch nur mit Luftreis an Tussen ran, ne? Ich muss, ich glaube, ich muss dir mal Laufstiefel geben, damit der weiter kommt, ne? Weil drei Felder ist ja nichts, ey. Ich meine, eins, zwei. Ja gut, aber sie ist Highlight, ne? Bei ihr ist es wiederum ein ganz anderes Thema. MP absorbieren? Nö. Irgendwie nicht. Das kannst du mal gepflegt knicken. Machen wir das halt so. Blitz. Auf den da. Ja, genau. Blitz ist immer gut. Oh ja, auch nicht. Oh, ich habe die böse Befürchtung, dass die Doppelzauber kann. Oder aber auch gar nichts kann. So, ne? Jetzt treffe ich sie aber. Ja, weil Scharfschütze ist ja nach Assassine der schwerst zu treffende Beruf, würde ich sagen. Also weil ich finde, die sind echt schwer zu treffen. Die haben so viel Ausweichen nachher. Bam! Yeah! Ja, Doppelschwert lohnt sich schon richtig hart, ey. Schwarzmagie, Blitzgar, auf den Scharfschützen. Und das wird ihn umhauen, wenn ich den treffe. Yeah! Das war Nummer 3. Bitch! Oh scheiße, ich stehe ja super für so eine Beschwörung, ne? Muss ich jetzt einmal echt zugeben. Ja, so ein Schieger. Oder eben Marden. Ist ja nicht so. Ist Marden nicht das Einhorn? Tolles Einhorn, also. Ui. Ach ja, ich habe ja Magiespiegel, ne? Ach nee, die halt das jetzt. Die halt das jetzt. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Oh, was? Die wird wohl als nächstes sterben. Ja, ich gehe mal auf die Beine zuerst. Wenn ich... Ja, hoffentlich treffe ich, dann ist der Beschwörer wenigstens tot. Wieso macht das so wenig... Das macht ja... Oh, oh Gott! Warum macht das so wenig Schaden, Junge? Das ist ja nicht auszuhalten. Aber so gar nicht! So. Ja, das sollte passen. Jawohl. So. Scheiße, ist die auch noch dran. Die läuft natürlich weg, ne? Die läuft bestimmt weit weg. Doch nicht. Cool. Oh Gott. Blitz. Sag ich, du kannst Doppelzauber. Du Kuh. Verfehlt. Danke. Na egal. Richter, verpiss dich! Du Erbsenzähler. Nein! Sie wird mich schlagen! Oh, gut, den richtigen. Nein, sie wird den Tod schlagen! 140, ich glaube, mein Schwein pfeift, Alter. So viel mache ich am Leben nicht.
Pferdfaust. Ah. Jawohl. Jetzt kann ich mich voll darauf konzentrieren, die Tusse dazu töten. Ja, juhu. Hoffentlich treffe ich. Bang! Bang! Aber wenigstens treffe ich den ersten, zweiten, mein Gott. Wie gesagt, das... Was, wieso ist ich jetzt schon wieder dran? Ich soll eben erst einen Schritt gelaufen, Alter. Also das geht jetzt immer gar nicht klar, ne? Sie ist eben erst einen Schritt gelaufen. Und dann darf gleich schon wieder ran. Das ist ja, ne? Ein bisschen beschissen, Alter. So schnell kann die gar nicht sein. Alter Schwede, ey. Das geht immer auf die Eier. Mein Nacken juckt, Alter. Scheiße. Das wird nicht gut ausgehen. Ja, das wusste ich jetzt schon. Weil den verfehle ich jetzt total. Nee! Cool. Getroffen. Bitch. Immer diese Hinterhof-Prostituierten, die einen abfangen wollen. Pah. Donald, wo bist du? Oh, Alter. Donald, du bist es. Hey, das ist... Wow, du hast einen echt großen Brocken gefunden, was? Donald, gib das zurück. Ich weiß alles über deine Pläne. Du willst daraus ein Geschenk für Meft machen, oder? Was macht er für dich? Eine magische Salatschleuder? Oder ein Murai-irgendwas? Achso, Murai-irgendwas? Haha, ich will auch eins! Gib den Stein zurück, Donald. Ich würde dich... Ah! Donald, was ist in dich gefahren? Mich an die Kopfgeldjäger zu verkaufen, mein Materie zu nehmen, du Spast! Du willst die Welt wieder so machen, wie sie war, oder? Darum willst du Meth treffen, stimmt's? Was geht dich das an? Ich will das nicht, ich will nicht zurück, niemals! Darum werde ich dich aufhalten, ne? Das werden wir noch sehen, mein Freund. Donald? Du willst natürlich zurück, du hast einen Grund. Du kannst rumlaufen, mit deinen Freunden spielen. Aber was erwartet mich? Hast du mal dran gedacht? Das alles dort und ich habe nichts. Ja, so spielt das Leben, du Spaß. Donald, warte! Du sagst, ich habe alles, aber das stimmt nun auch wieder nicht. Sagt er sogar. Es gibt etwas, was du hast. Etwas, das ich immer wollte. Du siehst es nur nicht. Ich glaube, die Aufmerksamkeit des Vaters. Aber ich will mich da jetzt nicht zu groß einmischen, weil ich habe das nicht wirklich in Erinnerung, was das wohl sein könnte. Vivenia-Palast. Was waren da vorher? Hallo, Cheater? Naja, gehen wir erstmal in die Gruppen rein. So, der hatte... Der muss neu lernen. Haben wir nicht irgendwie... das Eisgard-Zepter oder so gekriegt? Ja, okay, anscheinend nicht. Der aber ist fertig, oder? So, den machen wir wieder zum weißen Mensch. So. Heiligenzeichen kann er bestimmt noch nicht. Kommt, da haben wir. Gehen wir mal auf Ju-Anzug. Der kann immer noch keinen Hut tragen. Dafür aber ein Schild. Ja, Laufstiefel am besten.
kann er sich 5 mal bewegen, das ist ja immer super. Oh, eine Armschiene. Ja, so sieht das immer schön aus. Oder kann er schon? Nee, kann er noch nicht. Heiligenzeichen, sag ich. So, nee, verteidigen will ich gar nicht, oder? Nimm ich das hier? Ich glaube, wir verteidigen doch lieber. Schildträger. Doppelhand. Ja, weil dann macht er ja auch mehr Schaden. Es müsste eigentlich sein. So. Was hat der an? Lebenskolben. Hätten wir nicht mal irgendwo das Eisgatzepter-Dingenskirchen für Arme irgendwie so? Hoffentlich kommt er mich entgegen. Was, wie lange ist der noch? 2 Tage. Alles klar, nee, ich will jetzt nicht in nur einen unnötigen Kampf noch gefahren, deswegen. Gefahren? Hä? Hier bei dir ist alles ausverkauft. Glaube ich dir gerne. Was? So, Schneezepter? Nee. Habe ich jetzt blind oder? Ich bin der Meinung, wir hatten das mal. Ich würde sagen, wir machen uns mal schnell auf Schatzjagd und dann melde ich den Vater. Ja, ja, mir doch egal, ob es angegriffen wird. Gieserkraut, okay. Kletterstiefel, cool. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im Bervinia-Palast. Bis dann, ciao.